Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Marc von Alles rund um Whisky. Heute beschäftige ich mich mehr mit dem ersten Teil des Namens, nämlich mit dem Alles rundum, als mit dem zweiten Teil, dem Whisky. Heute geht es um das aktuelle Hype-Thema in allen Facebook-Gruppen, um Gläser und ganz im Speziellen um das The Nose von Simple Sample. Ich möchte gern dem Glas auf den Zahn fühlen und schauen, was es uns denn so viel Besseres bringen kann als unsere Gläser, die wir alle schon reichlich wahrscheinlich im Schrank stehen haben. Dazu habe ich noch ein paar andere Gläser mitgebracht. Und zwar einmal den Snifter von Spiegelau, das Riedel Vinum Tasting Glas und der All-Time Favorite, das ganz normale Glencairn. Mal schauen, was die alle können. Ich habe es befüllt mit einem tollen Sample von meinem Freund Georg Reinhold. An dieser Stelle vielen Dank für einen Bestram Orkney Spirit First Fill Sherry Octave. 12 Jahre alt, 60,4 Volumenprozent, also ordentlich was auf die Mütze. Abgefüllt in 47 Flaschen, wirklich was ganz Besonderes. Ich denke, der kann hier wirklich wunderbar herhalten und eventuell auch eben dementsprechend die Aromen liefern, die ich heute gerne versuchen möchte zu erriechen und auch die Unterschiede in den Gläsern festzustellen. Und ich kann euch sagen, hier aus der Entfernung schon geiles Zeug. Ja, als allererstes, wie gesagt, das Glencairn, vermutlich hat jeder dieses Glas zu Hause oder schon mal aus solch einem Glas getrunken. Natürlich ein bisschen besser wie der ganz normale Tumbler. Durch die etwas geschlossenere Form nach oben werden die Aromen stärker gebündelt und somit bleibt das einfach länger halten und besser erriechbar. Ja, sehr solide Geschichte. Der Stoff, der drin ist, ist wunderbar. Das mal im direkten Vergleich mit dem Snifter von Spiegelau. Ja, schon ein wahnsinniger Unterschied. Hier natürlich im Snifter kommen die Aromen noch mal ein bisschen prägnanter rüber durch die größere Oberfläche und ich behaupte mal durch die größere, ich nenne es jetzt einfach mal Tulpe, kommt das schon noch mal ein bisschen geladener rüber. Also ich würde mal sagen, fürs Nosing definitiv eignet sich dann hier Spiegelau besser als Glencairn. Und nun zu den ganz speziellen Gläsern, die eben nur dafür da sind, um irgendwelche Notes zu erriechen. Denn rein zum Trinken finde ich zum Beispiel auch dieses Glas nicht so den Oberreißer. Das ist irgendwie, sieht das immer ein bisschen, überdimensional aus für so ein bisschen Schnaps. Das Coole an dem Glas ist, ich kann es eigentlich wirklich waagerecht hinlegen und kann dann die Wände im Glas dementsprechend benetzen, um dann wieder alles zurückzubekommen hier in den Fuß und kann dann wirklich die Aromen riechen. Ich kann euch aber auch sagen, wirklich vorsichtig mit so hochprozentigem Zeugs, wie ich hier habe, das brennt dann ordentlich in der Nase. Also das kann man auch nehmen, um Nasenhaare zu entfernen dann. Ja, wie vermutet, also bei diesem Glas nur mit Wartezeit müsst ihr ein bisschen dann hinstellen und warten, weil je tiefer ich ins Glas rieche, kommt hier extrem wirklich nur starker Alkohol, was jetzt im Vergleich zum Spiegelau von vorhin, hier habe ich schon wunderbar die Aromen, die ich riechen kann und hier hauptsächlich starken Alkohol. Also mit diesem Glas könnt ihr wirklich nur richtiges Nosing betreiben, wenn ihr Zeit habt. Lasst den Whisky im Glas, benetzt, wie ich es vorhin gemacht habe, schön die Wände. Und lasst das Glas dann eine ganze Zeit lang stehen. Ich habe natürlich vorab das auch schon ein paar Mal probiert und kann euch sagen, so nach 5 bis 10 Minuten, je nach Stärke des Whiskys, könnt ihr dann erst anfangen,
ja, ein richtiges Nosing dann auch durchzuführen. Was ich euch sagen kann, das Glas, wie es der Name ja schon sagt, Vinum, wurde eigentlich mal kreiert für die Degustation von Weinen. Und deshalb denke ich, ist es nicht perfekt für das direkte Nosing von also höherprozentigem Alkohol. Aber später, wenn der Alkohol eben dementsprechend verdampft ist, ist es schon eine geile Aromenbombe, die da rauskommt. Und ja, man entlarvt so manchen Whisky, der irgendwelche Fehlnoten hat. Also auch das hier ein tolles Glas. Ob die Preise von, ich sag mal, mittlerweile 50 bis über 150 Euro für so ein Glas gerechtfertigt sind, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich denke, eine wirklich geile Alternative. Und da auch nochmal danke an das Team um Steffen von Simple Sample, die mir dieses Glas geschickt haben. Eine geile Idee und eine geile Alternative. 1999, nee, 1990 kostet dieses Glas The Nose, angelehnt an das auch nicht mehr produzierte Blenders Batch, wenn ich mich da richtig entsinne. Ziemlich geiles Glas, weil es schön handlich ist und ist auch wirklich Handwerkskunst, wird im Prinzip eigentlich einzeln hergestellt. Sie schreiben, es kann zu Abweichungen kommen, nicht jedes Glas ähnelt dem anderen. Also hier wirklich kein extremes Massenprodukt, sondern echte und ehrliche Handarbeit. Und jetzt schauen wir mal, ob es nicht nur toll aussieht, sondern ob es eben beim Nosing auch was kann. Oh ja, und das kann's. Also jetzt im Vergleich zum Vinum Tasting Glas. Ja, da fängt jetzt langsam an, dass ich dann hier wirklich auch das Nosing betreiben kann, wirklich, ohne dass mir gleich die Tränen kommen. Kann ich hier im Prinzip direkt, nachdem ich die Wände benetzt habe, reinriechen und habe schon wunderbar eigentlich alle Aromen riechbar, die der Whisky uns so offenbaren kann. Und Leute, ich sage euch, wirklich verrückt, wenn man eigentlich immer nur eines der Gläser benutzt. Und heute benutze ich wirklich zum ersten Mal dann direkt vor der Kamera alle vier Gläser. Und es ist der Wahnsinn. Es könnten theoretisch natürlich vier ähnliche Whiskys sein, aber keinesfalls müsste man das zwingend für den gleichen Whisky halten. Also wirklich verrückt, in jedem Glas ein extremer Unterschied rein geschmacklich oder aromentechnisch. Hier kommt er recht flach rüber, zwar auch geladen mit Aromen, aber recht flach. Hier dann, wie gesagt, wirklich sehr spitz, sehr scharf. Nur nach längerer Standzeit eigentlich wirklich ja, brauchbar für ein schönes Nosing. Und hier im The Nose eigentlich eine wunderbare Synergie zwischen den beiden Gläsern. Ich kann es direkt benutzen. Ich kann meinen Whisky einschenken. Nach einer ganz kurzen Wartezeit schon wirklich toll die Aromen rausriechen. Kann eigentlich dann auch direkt, ja, nicht wie bei dem hier nach dieser ewigen Wartezeit dann auch meine Aromen finden und notieren. Es sieht super edel aus. Es ist schön handlich. Es ist spülmaschinenfest. Das habe ich auch schon ausprobiert. Das funktioniert also auch ohne Probleme. Es ist aufgrund der Größe auch noch einigermaßen handlich dann beim Abtrocknen, weil ich hasse es dann, wenn innen drin immer diese Flecken sind. Das heißt, ich muss hier wirklich ins Glas rein und dann mit dem Geschirrtuch dann noch einmal das innen ausreiben. Und auch das funktioniert hier wirklich wunderbar. Und ja, ist somit für mich eine tolle Alternative. Nicht zum Trinken, versteht mich nicht falsch. Also, für den normalen All-Day-Abend-Drum wird definitiv hier mein Glencairn herhalten.
Wenn ich dann aber einen tollen Whisky habe, mit dem man sich einfach auch länger beschäftigt, weil 2 Cl irgendwie so viel kosten wie normalerweise den hier getrunkenen eine ganze Flasche, dann kommt bei mir das The Nose von Simple Sample dann auf den Tisch und dann werde ich mich hier intensiver damit beschäftigen. Natürlich auch für meine Geschichten, die ich euch hier in der Gruppe, in den Videos und auch in manchen Blogs vorstellen möchte, werde ich in Zukunft mehr auf dieses Glas zurückgreifen, weil ich habe definitiv ja, eine stärkere Nase wahrscheinlich. Deshalb The Nose. Also bei dem Kauf dem tollen Glas von Steffen und seinem Team könnt ihr nichts falsch machen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Solltet ihr es schon zu Hause haben, Slanche und lasst es euch gut gehen. Bis bald, euer Marc.